Ja, Gaffel liegt in der Kiste und hier ist ein Moaning. Morning. Und hinten bewegen sich Dinge. Da gehen wir einfach mal. Gehen wir den Ding da mal auf den Grund. Ich sehe es entspannt. Ist halt Aktivität. Mal wieder. Hallo. 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 Jeder Geist ist willkommen. Welcome. Naja, komm, also jetzt ziert euch nicht, ihr habt euch gerade bemerkbar gemacht. Ihr habt euch gerade bemerkbar gemacht, dann macht es doch nochmal. Und lasst euch mal lokalisieren. Mop. Mop. Hallo? Hallo? Ist hier ein Geist? Wenn ja, bitte, bitte, ja, bitte einfach mal da sein. Bitte einfach mal da sein. Hallo. Ihr wart nicht viel, ihr wart einfach nur ein bisschen Präsenz. Ja. Darf auch hier Schranktüren öffnen. Hat. Da hat keiner was dagegen. Hallo. 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 Du darfst dich zeigen. Du darfst präsent sein. Ui. Das ist schön. Das ist schön, du bist da. Bleib bitte hier. Oh oh. Du bist sehr präsent. Ja, dann mach irgendwas. Ehrlich gesagt, mir ist egal, was du machst. Mach irgendwas. Okay. Du bist hier. Dann lass mal die Lampen leuchten. Bitte. Hallo? Hier ist nichts. Ne? Also hier ist keiner. Kannst du die Lampen? Du kannst. Schön. Ja, dann kannst du vielleicht auch mal hier was bewegen. Das wäre jetzt mal so ganz spontan eine ganz nette Aktion. Mal so hier. Pass mal auf. Kannst du die Tür bewegen? Kannst du die Tür bewegen? Kannst du andere Türen wahrscheinlich auch nicht bewegen? Lass nochmal Lichter leuchten. Kannst du Lichter leuchten lassen? Okay. Hey, cool. Also deine Energie ist jetzt zu schwach, um Dinge zu bewegen, aber du kannst zumindest mal die Lichter leuchten lassen, okay? Kannst du das? Kannst du die Lichter leuchten lassen? Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. Okay, ja. Und hier ist tatsächlich nur, ich mache die Tür jetzt mal zu, dass mal Licht hier reinkommt. Hier hängt ein Hemd. Da steht ein Bügelbrett. Und hier ist nichts. Nichts außer. Du Scheiße! What the fuck? Das Ding hat gerade voll ausgeschlagen. Hey! Was los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Hallo? Kannst du noch mal so eskalieren? Das Grab war ja voller Ausschlag. Hey! Also hier ist Action. Ich strecke meinen Arm jetzt mal ganz weit aus und versuchen wir hier die Gesamtsituation zu erfassen, weil da ist nichts.
nichts, womit ich faken könnte. Hallo, könntest du mal kurz nochmal... Lass die Lampen nochmal leuchten. Bitte, bitte. Bitte lass die Lampen leuchten. Bitte. Na, ich glaube, er hat eben Tschüss gesagt. Das war echt, also... Da gingen ja alle Fünfe hoch. Ich weiß nicht, ob... Hatte ich das am Bildschirm? Ich weiß es nicht. Puh. Okay. Okay, also jetzt haben wir hier mal eine echte Evidenz. Hallo. Jetzt bist du hier. Hier ist aber auch nichts, was in irgendeiner Art und Weise. Hallo? Da bist du. Herzlich willkommen. Fühl dich wohl hier. Oh, du fühlst dich sehr wohl hier. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich mag Geister. Ich mag Geister. Du magst mich auch. Dankeschön. Und nochmal hier, also hier an meinem Arm ist definitiv nichts und hier ist nothing around. Das ist ja geil. Das finde ich gut. Ne, finde ich gut. Weil ich mag wirklich Geister. Ja? Also, ich bin mit Geistern groß geworden und es ist mir eine Ehre, wenn ich auf Geistwesen stoße. Kannst du noch mal kurz die Lampen? Bitte. Bitte, 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 bitte. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Kannst du bitte die Lampen noch mal? Hier ist auch keiner, ne? Also, hier ist keiner. Frau und Tochter sind aus dem Haus. Bitte lass doch noch mal die Lampen. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Na, bist du wieder woanders, ne? Halt. Da warst du gerade wieder, ne? Du kleiner Schlingel, hör mal. Also, jetzt machst du mir hier ein bisschen Kummer, ne? Bleib doch mal. Bist jetzt hier im Bad? Irgendwo. Hallo. 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 Du spielst hier Hide and Seek mit mir, ne? Also, du versuchst dich hier vor mir so ein bisschen zu verstecken. Ich habe das Gefühl, oh, mein Arm tut schon weh. Ich habe eine Muskelerkrankung. Deswegen kann ich dieses oh, blöde Handy nicht so. Oh, Zement. Oh. Es tut weh, das alles mal so in Position zu halten. Könntest du dich bitte, 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 bitte jetzt mal melden? So, guck mal hier, Leute. Das bin ich mit dem Messgerät. Und es schlägt aus. Es hat ausgeschlagen. Ja, und ihr seht, ich habe hier nichts am Körper, was in irgendeiner Weise auf Fake hindeutet. Es hat ausgeschlagen. Es ist hier im Zimmer. Mal wieder, ne? Also hier warst du schnell. Oh, ja. Ich hab dich wieder. Warum läufst du immer weg? Bleib doch mal bei mir. Bleib doch mal bei mir. Nö, tust nicht. Tust nicht. Schlingel. Oh ja, da bist du wieder. Hier warst du ja schon öfter, ne? Hier im Schrank. Ja. Oh, wie geil ist das? Wie geil ist das? Leute, ich bin echt überrascht. Ich bin wirklich. Ich bin heute wirklich etwas perplex, weil das hat so noch nie funktioniert. Ja, oh. Schauen wir mal, was da noch kommt. Also, das da ist jetzt mittlerweile. Sehr, 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 sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und ihr seht es ja, also ich manipuliere. Ja. Ich manipuliere nichts. Das ist ein Messgerät, das in fast allen. Schaut hier, da ist nichts manipuliert.
ist ein Messgerät, das in fast allen Geistervideos vorkommt. Die Dinger kriegt ihr bei Amazon, da war wieder was, zu kaufen. Die sind gut, die sind echt gut, ne? Also, okay. Magst du mir was sagen? Bist du hier? Jetzt bei mir. Okay, du bist jetzt bei mir. Kannst du mich berühren? Könntest du mich bitte berühren? Nein, du kannst nicht. Okay, also. Ja, jetzt. Also hier ist keine Leute. Hier ist weit und breit. Hier ist kein Mensch. Niemand hier. Nur ich und das Messgerät. Ja, ich weiß, du bist hier. Aber mach doch mal. Kannst du irgendwas machen, was. Ja, ich weiß nicht. Zeig doch mal. Mach doch mal eine Tür auf. Oder beweg mal einen Vorhang. Mein Fenster ist auf. Wenn der sich bewegen würde, wäre jetzt kein Wunder wegen Wind, aber es gibt keinen Wind. Du bist einfach nur hier, ne? Du bist nur hier. Aber das ist schon das. Okay. Okay. Oh, ja. Oh. Ja. Hast du es auch gesehen? Er verfolgt was. Alles klar. Okay. Ja, jetzt weiß ich, weil er verfolgt hat, weil jetzt ist es hier. Leute, ganz ehrlich, ich bin hier mit Spuk aufgewachsen. Für mich ist das persönlich Firlefanz. Ich kenne Geister, ich habe auch schon materialisierte Geister gesehen. Ich kenne diese ganze Materie von A bis Z. Das ist jetzt allerdings von der Kamera was Besonderes, weil so deutlich hatte ich das noch nie, dass es eben so präsent war. Und ich glaube, ihr habt gesehen, ich habe nichts gefaked, ne? Jo, ich lasse es jetzt mal so im Raum stehen. Ich werde mich da mit Sicherheit noch ein bisschen weiter drum kümmern, weil unser Kater dann auch immer so in den Ecken sitzt. Ma, ma, ma. Und manchmal so ganz tief und knurrig, ne? Klar, wir sind nicht alleine. Und wir sollten auch niemals annehmen, dass wir alleine sind. Es wäre auch doof, das anzunehmen, weil. Nee, Menschen besitzen eine Seele. Was uns umgibt, ist ein Körper, aber unsere Seele ist nicht unbedingt an diesen Körper gekoppelt. Das heißt, nach unserem Tod wird diese Seele freigesetzt. Daran glaube ich ganz fest. Und ich bin Atheist, Leute. Ja, ich bin Atheist und glaube tatsächlich an ein Leben nach dem Tod, allerdings nicht so, wie es die Bibel vorschreibt oder das Christentum oder irgendeine Religion. Ich habe da meine ganz eigene Meinung drüber. Es möge mir verziehen sein. Ihr habt jetzt gerade gesehen, was passiert ist. Bildet euch eure Meinung. Ich habe nichts gefaked. Ja, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das faken sollte bei dem Gerät. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war's für heute und man sieht sich wieder, hoffe ich. Ciao.